Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 38, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über den regionalen Lastenausgleich betreffend Flughafen Frankfurt-Main, 5697 zu 5223. Moment, Berichterstatter Abg. Kaufmann. Dazu rufe ich auf den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 5724 aus 19 und den Änderungsantrag von CDU und Bündnis 90, die Grünen 5761 aus 19 zur Berichterstattung. Kollege Kaufmann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über den regionalen Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt am Main und dazu auch der Änderungsantrag 5469. Dieses beides hat der Ausschuss bereits beraten und gibt folgende Beschlussempfehlung ab. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP bei Enthaltung von SPD und DIE LINKE den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags 5469 und damit in der aus der Anlage zur Drucksache 5697 ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank. Ich habe keine Wortmeldungen. Gut, dann dürft ihr gleich. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode zwischen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist Folgendes zu lesen. Ich zitiere. Wir streben einen Lastenausgleich für besonders vom Fluglärm betroffene Kommunen an. Dies soll durch eine Fortführung des vom Land eingerichteten Regionalfonds in der Säule nachhaltige Kommunalentwicklung oder andere Maßnahmen geschehen. In diesem Zusammenhang werden die Aufgaben und Rahmen der Stiftung Flughafen und Region überprüft und so weiter. Das Entscheidende ist das, was ich vorgelesen habe, was vereinbart wurde, wird realisiert, und zwar mit dem heutigen Gesetzesbeschluss dann auch ins Gesetzblatt gebracht. Meine Damen und Herren, genau die Fortsetzung der dritten Säule, nämlich eine möglichst weitgehende Freiheit der Kommunen, diese ihnen zugedachten Mittel dann auch zu verwenden, ist hier angelegt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach objektiven Kriterien, die die Belastungshöhe und die Betroffenenzahl in den einzelnen Kommunen berücksichtigt und ist im Detail mit dem Forum Flughafen und Region abgestimmt. Ist so weit im Detail abgestimmt, dass bei der Gelegenheit auch ein Ermittlungsfehler aus dem Forum Flughafen für die Region übernommen wurde und ins Gesetz gerutscht ist, sodass wir eine Änderung im Ausschuss schon beraten haben und wir heute noch eine zweite Änderung, denn wenn man einmal falsch einparkt, kennt man ja, kommt man nicht mehr so recht hin, haben wir in dem, zwar die Anlage richtig, aber die Summe, die in der Anlage sich jetzt verändert, im Gesetztext vergessen, auch entsprechend anzupassen. Das erfolgt mit der Drucksache 5761, die ich Sie deshalb bitte, auch noch anzunehmen. In der Debatte sind einige Fragen aufgekommen, unter anderem, warum denn nur für 5 Jahre? Und da sage ich Ihnen ganz deutlich, es ist eine Garantie auf Wunsch der Kommunen, eine Planungssicherheit für 5 Jahre. Je linker die Seite dieses Hauses ist, desto mehr müssen 5 Jahrespläne ja eigentlich in positiver Erinnerung sein. Aber davon abgesehen, ich darf daran erinnern, dass die Mittel sind gebunden an das Betriebsergebnis, Geschäftsergebnis der Fraport AG, weil es ja ein Teil der Dividende ist, die dort verwendet wird. Und, wer sagen kann, wie das Geschäftsergebnis von heute ab in mehr als 5 Jahren bei Fraport sein wird, der hat den einen oder anderen Preis verdient. Aber das ist eher ein Risikopunkt. Wir haben Vorsorge getroffen, auch durch eine entsprechend atmende Rücklage im Haushalt, sodass diese hier im Gesetz stehenden Mittel jetzt auch garantiert sind für die Kommunen. Und wir haben darüber hinaus ja sinnvollerweise vorgesehen, dass die Kriterien und auch die Möglichkeiten der Finanzierung dann rechtzeitig evaluiert werden, bevor der 5-Jahres-Zeitraum ausläuft, sodass man sich dann auch neue Gedanken machen kann. Das werden sicherlich wir nicht mehr sein.
Ich will noch einen Hinweis geben, der vielleicht dem einen oder anderen nicht besonders gut gefällt. Wenn einige der Forderungen, die an den Flughafen gelegentlich gerichtet werden, unter Lärmschutzgesichtspunkten, insbesondere eine von den Bürgerinitiativen, die Reduzierung der Zahl der Flugbewegungen im Jahr auf 380.000 tatsächlich realisiert würde, dann wären diese Mittel nicht vorhanden. Und insoweit gäbe es dann wahrscheinlich keine Möglichkeit, hier einen Lastenausgleich zu schaffen, weil natürlich und dann wäre es nicht so viel leiser, verehrte Frau Kollegin, dass nicht auch Forderungen auf weitere Kompensation für die Last entstehen. Eine letzte Bemerkung möchte ich noch machen zu dem Änderungsantrag der SPD. Bei aller Zugewandtheit, verehrter Kollege Weiß, wir werden den Änderungsantrag ablehnen, weil im einen Punkt ist er völlig überflüssig, selbstverständlich. Und das ist im Gesetzestext auch an keiner Stelle ausgeschlossen, selbstverständlich. Und das ist ja gerade betont, auch in der Begründung, sollen die Kommunen weitgehende Möglichkeiten der Eigenentscheidung, was sie mit den Mitteln machen, haben. Und das haben sie auch, sodass wir den ausdrücklichen Hinweis, dass sie es auch Privaten geben können, nicht im Gesetz brauchen. Und das Zweite ist die sozusagen Entfristung ist ausdrücklich nicht der Wunsch der kommunalen Seite, sondern da war der Wunsch exakt, diese 5-Jahres-Planungssicherheit zu haben. Die haben wir im Gesetz. Deswegen ist mit dem noch zu entscheidenden Änderungsantrag 5761 zusammen dieser Gesetzentwurf jetzt rund. Und ich bitte Sie um Zustimmung, damit wir für die Jahre 17 und die nächstfolgenden 4 Jahre dann insgesamt die dort angegebenen Beträge an die Kommunen als Lastenausgleichsbeitrag für den Fluglärm auch auszahlen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, zuerst ein paar Bemerkungen zum Formellen des Gesetzgebungsverfahrens. Der Kollege Kaufmann hat es ja eben schon angesprochen. Nicht nur bei Abstimmungen scheint Schwarz-Grün ein bisschen von der Rolle zu sein. Das kann man an diesem Gesetzgebungsverfahren ganz gut sehen. Das Vorgängergesetz, um das es sich hier handelt, ist seit fast einem Jahr ausgelaufen. Da hat man dann erst geschlafen und dann ein ziemlich dürftiges Gesetz zusammengezimmert, das von den Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN jetzt schon zweimal nachgebessert werden musste. Erst gab es einen Rechenfehler. In der Begründung des Antrags treten Sie dann dem CDU-Landrat Quilling noch einmal vor Schienenbein und schieben das auf ihn. Die Landesregierung hätte ja nur in gutem Glauben gehandelt. Und dann fällt Ihnen auf, dass Sie ja nicht nur die Anlage ändern müssen, sondern dass Sie auch noch das Gesetz zu der Anlage ändern müssen und müssen dann noch einen zweiten Änderungsantrag zu Ihrem eigenen Gesetz einbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann man nicht mehr auf irgendwelche Weihnachtsfeiern schieben. Das ist schlicht handwerklich schlecht gemacht. Wir werden den beiden Änderungsanträgen aber trotzdem zustimmen, weil sie in dem Fall natürlich Sinn machen. Und wir hoffen trotz der Rede von Herrn Kaufmann, dass Sie mit unseren Änderungsanträgen das Gleiche machen. Denn wir haben in der Anhörung auch sehr gut zugehört. Es gab eine ganze Menge Kommunen, die gerne mehr Geld gehabt hätten aus dem Topf. Und Sie müssen gar nicht so skeptisch sein zur Dividendenentwicklung der Fraport, Herr Kaufmann, was Sie eben angekündigt haben. Sie sind ja im Aufsichtsrat. Sie wissen ja, dass unter dem grünen Wirtschaftsminister und mit dem grünen Aufsichtsrat Frank-Peter Kaufmann die Fraport boomt. Die Zahlen sind super. Und von daher finde ich, seien Sie nicht so knauserig, wenn es darum geht, die Kommunen daran teilhaben zu lassen. Wir haben uns allerdings auf 2 Änderungsanträge beschränkt bei unserem Gesetzgebungsverfahren. Das erste ist die Entfristung. Weil, Herr Kaufmann, das stimmt natürlich nicht, was Sie eben gesagt haben. Fast jede Kommune hat in der Anhörung gesagt, dass die Entfristung dieses Gesetzes keinen Sinn macht, weil auch der Fluglärm, dass die Befristung dieses Gesetzes keinen Sinn macht, weil auch der Fluglärm nicht befristet ist, der ist verstetigt. Und deswegen sollten auch die Zahlungen aus dem Lastenausgleich verstetigt werden. Der zweite Punkt, wozu wir einen Änderungsantrag gemacht haben, das ist eine Klarstellung, was die Weiterleitung der Mittel durch die Kommunen an Dritte angeht. Sie haben das gerade hier so flapsig gesagt. Das ist ja selbstverständlich, dass die Kommunen das dürfen. Aber im Gesetz steht es halt nicht drin. Im Gesetz steht ausdrücklich drin, die
Verteilung der Entschädigungsleistung an die Kommunen beruht auf einem Vorschlag des Forums Flughafens und Region vom 22. Juni 2016, der nach objektiv nachvollziehbaren lärmbezogenen Kriterien erarbeitet wurde. Das steht im Gesetz drin, in der Begründung. Es wird auf diese Stellungnahme verwiesen. Und wenn man in die Stellungnahme reinschaut, dann steht da drin, die Mittel dürfen nicht an Dritte weitergeleitet werden. Also sich hier hinzustellen und zu sagen, das ist ja selbstverständlich, ist eben nicht so. Es ist hier eine klar missverständliche Regelung. Und weil wir gerne Klarheit und auch Rechtssicherheit für die Kommunen haben wollen, bitten wir darum mit unserem Änderungsantrag, dass wir das hier schlicht und einfach klarstellen. Wenn das unstreitig ist, dass wir es wollen, können Sie es ja auch machen. Vielleicht springen Sie in dem Fall ja mal über Ihren Schatten. Wenn es so wäre, dann würden wir dem Gesetz auch zustimmen. Da ich allerdings davon ausgehe, dass Sie das wie immer bei unseren Anträgen nicht machen, werden wir uns leider bei dem Gesetz in Gänze nur enthalten. Herr Kollege Kasseckert für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben dieses Gesetz oder den Gesetzentwurf schon diskutiert. Deshalb will ich nur noch auf zwei, drei ergänzende Hinweise eingehen. Zum einen, lieber Herr Kollege Weiß, ist entscheidend, was hinten rauskommt. Von daher glaube ich, ist das, was es ist nicht unparlamentarisch. Ich hoffe, ich habe zumindest keine Rüge des Präsidenten eingefahren. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und das, was hier rausgekommen ist, ist für die Kommunen auf jeden Fall sehr positiv. Es ist sogar etwas mehr Geld rausgekommen. Aber ich will dem Eindruck widersprechen, dass wir dem Landrat Quilling an dieser Stelle eine Schuld zuschieben wollen. Ganz im Gegenteil. Er selbst hat in der Anhörung vorgetragen, dass es einen Übertragungsfehler des Forums Flughafens gab in der Zusammensetzung der Summen oder in der Berechnung der Summen. Das Land hat, wie ich meine, richtigerweise dann entschieden, die Summe nach oben anzupassen, sodass sich keiner schlechter gestellt hat gegenüber der ursprünglichen Berechnung. Von daher ist bei dem Ganzen für die Kommunen auch noch etwas Gutes dabei herausgekommen. Ich will aber ganz generell sagen, dass wir uns in der Verantwortung gegenüber den Kommunen im Umland des Frankfurter Flughafens sehen und deshalb es völlig unstreitig war, dass dieses regionale Lastenausgleichsgesetz zur Fortsetzung kommt. Es ist richtig, dass wir es zunächst, wie auch bisher üblich, auf 5 Jahre befristen, weil in diesen 5 Jahren sich auch im Umfeld des Frankfurter Flughafens vieles verändern kann und wir vielleicht in 5 Jahren zu einer völlig neuen Gestaltung, zu einer völlig anderen Ausprägung, zu völlig neuen Informationen kommen, die es dann notwendig machen, das Gesetz anzupassen. Deshalb glaube ich, ist es richtig, dieses Gesetz heute in der vorgelegten Fassung zu beschließen. Wir sind uns auch darüber einig, dass die Kommunen Dritte beauftragen können mit der Verwendung auch der Mittel. Wir haben das geprüft, dass es nach der jetzigen Aussage und Auslegung notwendig und möglich ist. Deshalb sehen wir keine Notwendigkeit, dem Änderungsantrag der SPD hier an dieser Stelle zuzustimmen. Nicht, weil wir es für inhaltlich falsch halten, sondern weil das, was geregelt ist, nicht noch einmal im Gesetz niedergeschrieben werden muss. Insofern stimmen wir dieser Vorlage zu und sind zuversichtlich, dass die Kommunen in der Region Frankfurt-Rhein-Main sich im Umfeld des Frankfurter Flughafens darüber freuen. Vielen Dank. Herr Kollege Kasseckert, ich habe Sie nicht gerügt, aber Sie haben ein Plagiat benutzt. Sie hätten schreiben müssen, ich zitiere Helmut Kohl. Dann wäre es in Ordnung gewesen. Okay, alles klar. Ist verziehen und vergessen, Frau Wissler, Sie haben das Wort für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will nur einmal zu Beginn sagen, dass ich schon grundsätzlich der Meinung bin, dass man die Gesundheitsbelastungen durch Fluglärm, aber auch durch Schadstoffe, um die geht es ja jetzt an der Stelle leider gar nicht, dass man die nicht durch einen finanziellen Ausgleich abmildern kann. Die Ja, in dem Fall, Herr Boddenberg, in dem Gesetz geht es ja jetzt nur einmal um die Auswirkungen von Fluglärm. Und ich sage, zu den Beeinträchtigungen durch den Frankfurter Flughafen gehört eben nicht nur der Lärm, es gehören auch die Schadstoffe dazu. Und deshalb, wir reden ja hier über den passiven Lärmschutz. Also wir reden darüber, wie man es schaffen kann, dass es innerhalb eines Gebäudes leiser werden kann. Wir reden nicht über Balkone, wir reden nicht über Gärten, wir reden nicht über Spielplätze, über Parkanlagen. Dort bleibt es so laut, wie es ist. Deswegen will ich zumindest nur eingangs sagen, dass unser Ansatz ja immer ist, dass man beim aktiven Lärmschutz ansetzen muss. Das heißt,
Nicht die Menschen müssen sich vor dem Lärm schützen, sondern der Lärm muss reduziert werden, um die Menschen zu schützen, meine Damen und Herren. Und deshalb ist unser wichtigster Ansatzpunkt der aktive Lärmschutz und nicht der passive. Und ich habe das eben, ich finde, das ist ja eine interessante Logik jetzt von Herrn Kaufmann, auch gerade als Grüner, zu sagen, wenn man die Flugbewegungen reduzieren würde auf 380.000 Flugbewegungen pro Jahr, wie die Bürgerinitiativen das fordern, dann wäre ja weniger Mittel für den Lärmschutz da. Also, ich meine, vor allem wäre da mal weniger Lärm da. Also, ich meine, wir müssen keinen Lärm produzieren, um danach Lärmschutz zu finanzieren. Der Ansatz ist eigentlich andersrum. Und an der Stelle will ich nur sagen, was da die Landesregierung macht, ist viel zu wenig. Mit Terminal 3 wird der Flughafen faktisch weiter ausgebaut. Wir haben einen Lärmdeckel, mit dem es noch in den nächsten Jahren sehr viel lauter werden kann. Also von daher würden wir uns mehr Anstrengung beim aktiven Lärmschutz wünschen. Das als Vorbemerkung. Jetzt komme ich zu dem Fonds. Unsere Kritikpunkte sind zum einen, dass der Fonds viel zu klein ist. Also, wir reden über 22,5 Millionen für 5 Jahre und 21 Kommunen. Ich will nur einmal daran erinnern, dass das bisherige Regionalfondsgesetz vom Jahr 2012 265 Millionen € betragen hat. Das bestand aus 3 Säulen, und die eine Säule wird jetzt weitergeführt. Also, wir reden über 21 Kommunen, die jährlich alle zusammen 4,5 Millionen € bekommen. Erstens, der Kreis der Berechtigten ist zu klein. Das ist auch in der Anhörung gesagt worden. Ich erinnere an die Einlassungen der Stadt Heusenstamm, die ja in dem ganzen Gesetz überhaupt nicht berücksichtigt ist. Und es ist zu wenig Geld. Ich will Ihnen das nur am Beispiel der Stadt Offenbach noch einmal deutlich machen. Die Stadt Offenbach hat 200 lärmsensible Einrichtungen innerhalb der Schutzzone, darunter 30 Schulen und 70 Kitas. Und bei denen besteht Handlungsbedarf. Die fragen nach Zuschüssen. Die Stadt Offenbach als hochbelastete Stadt bekommt 390.000 € aus diesem Fonds pro Jahr. Die Stadt Offenbach hat aber ausgerechnet, dass der Gesamtbetrag, den sie bräuchte, um eben diese Einrichtungen vor Fluglärm zu schützen, dass der bei 120 Millionen € liegt. Also, ich will nur einmal deutlich machen, welche Diskrepanz wir hier haben. Und, offenbar, es kriegt ja noch relativ viel Geld aus dem Fonds. Es sind ja auch Kommunen dabei, die kriegen 30.000 €, 40.000 €. Kann man sich ja einmal ausrechnen, wie viele Lärmschutzfenster das am Ende sind und wie weit man damit kommt. Also, von daher, er ist viel zu klein. Dieses Geld wird einfach nicht ausreichen, meine Damen und Herren. Und ich finde auch die Berechnungsmethode zumindest merkwürdig. Also, ich frage mich schon, warum man jetzt den nicht nur gesagt hat, wie viele Menschen sind vom Fluglärm betroffen in einer Kommune, das verstehe ich, sondern dass man den Anteil dieser Menschen an der Gesamtbevölkerung noch mit eingerechnet hat. Das erschließt sich mir nicht, weil die Zahl der Lärmschutzfenster oder Maßnahmen, die man braucht, bleibt ja gleich. Deswegen finde ich die Berechnung schon merkwürdig. Ich finde, in der Tat, was die SPD jetzt vorgeschlagen hat als Änderungsantrag, natürlich, Herr Kaufmann, haben Kommunen in der Anhörung gefordert, dass man das Gesetz entfristen soll. Weil es ist nicht damit zu rechnen, dass nach den nächsten 5 Jahren der Fluglärm aufgehört hat. Also von daher unterstützen wir den Änderungsantrag der SPD, das zu entfristen. Ich will nur darauf hinweisen, es gab auch die Anmerkung in der Anhörung, dass der Fonds zum Teil zu statisch ist. Weil gerade dadurch, dass wenn sich Flugrouten ändern, entstehen ja auch immer wieder neue Betroffenheiten. Und das ist natürlich generell das Problem dabei. Ich will aber noch einmal sagen, was ich das Ärgerlichste finde an diesem gesamten Gesetz. Das Ärgerlichste ist, dass Fraport als Verursacher des ganzen Lärms überhaupt nicht beteiligt wird finanziell. Und ich finde, das geht nicht. Also, es muss doch so etwas wie das Verursacherprinzip wenigstens gelten. Das kann doch nicht sein, dass Fraport da sich überhaupt nicht beteiligt an diesen Maßnahmen. Bei der Allianz für den Lärmschutz, also bei dem damaligen Regionalvorgesetz, da war ja Fraport noch beteiligt, also mit lächerlichen 15 Millionen € bei 265 Millionen Gesamtsumme. Aber wenigstens war Fraport noch irgendwie beteiligt. Jetzt überhaupt nicht. Und dann wird ja gesagt, man nimmt das Geld, was das Land Hessen aus den Fraport-Dividenden bekommt. Ja, aber das bleiben trotzdem Mittel aus dem Landeshaushalt. Und das bleiben Mittel, die man auch für andere Dinge verwenden könnte und nicht dafür, die Schäden zu reparieren, die Fraport anrichtet, meine Damen und Herren.
Ja, da können wir gerne mal drüber reden. Die Dividenden können noch viel höher sein, wenn man vielleicht mal deren Briefkastenfirmen schließen würde. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, Herr Boddenberg. Da will ich jetzt zu später Stunde gar nicht noch mit anfangen. Und dann ist es so, es wurde schon darauf hingewiesen, in dem ganzen Verfahren hat sich dann auch noch ein Rechenfehler eingeschlichen bei der Aufteilung der Mittel auf die Kommunen. Da hat sich die Landesregierung oder wer auch immer um 20.000 € verrechnet zu Ungunsten der Stadt Mürfelden-Walldorf. Und da möchte ich ja nur begrüßen, dass Sie, Herr Staatssekretär, dann meinen Vorschlag aus der Anhörung aufgegriffen haben, dass Sie dann nicht dieses Geld jetzt wieder umverteilt haben und anderen Kommunen daraus Nachteile entstehen, sondern dass Sie dann die 20.000 € oder ich glaube, es sind jetzt sogar 31.000 € oben draufgelegt haben, damit die anderen Kommunen jetzt nicht geringere Beiträge haben, weil sonst hätten ja die ganzen Beträge nicht mehr gestimmt. Das war ja die kleine Verwirrung und Konfusion dann in der Anhörung. Also von daher, dass Sie jetzt dafür zwei Änderungsanträge gebraucht haben, geschenkt, gut. Wir werden den beiden Änderungsanträgen zustimmen. Dem einen haben wir ja schon. Aber wir werden uns bei dem Gesetz enthalten, weil es viel zu wenig ist. Es ist viel zu wenig, und es wird eben ausschließlich vom Land finanziert und nicht vom Verursacher. Aber wir wollen nicht dagegen stimmen, weil das bisschen Geld, was Sie da bereitstellen, das wollen wir den lärmgeplagten Kommunen auch nicht vorenthalten. Vielen Dank. Herr Lenders hat das Wort für die Fraktion der FDP, und dann kommen Sie dran. Okay. Ja, Herr Präsident, genau das war eigentlich meine Absicht. Bevor die Frau Wissler hier ans Mikrofon gegangen ist, habe ich eigentlich vorgehabt zu sagen, a, wir stimmen dem Änderungsantrag der SPD zu, b, dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen und zum guten Schluss auch dem Gesetzentwurf. Aber weil Frau Wissler jetzt hier noch einmal so eine flammende Rede gehalten hat und was die Fraport alles nicht tut, möchte ich das noch ein paar Dinge dann noch einmal korrigieren. Frau Wissler, bei dem, was Sie als aktiven Lärmschutz bezeichnen, wäre es eigentlich nur möglich, wenn es zu Betriebsbeschränkungen am Flughafen kommt, wenn am Ende weniger Flugbewegungen möglich wären, als es heute der Fall ist. Und Frau Wissler, dann gehört es zur Redlichkeit dazu. Dann gehen Sie hin zu den Beschäftigten bei der Fraport und sagen, Ihre Arbeitsplätze sind in Zukunft gefährdet. Gehen Sie hin zu den Airlines und sagen, Ihr Geschäftsmodell ist nicht unsere Vorstellung. Sagen Sie den Mitarbeitern, dass deren Jobs gefährdet sind. Da bin ich mal gespannt. Meine Damen und Herren, Frau Wissler, wenn man sich das anschaut, weil Sie sagen, also das wäre alles viel zu wenig. Alleine das CASA-Programm, das ist von der Fraport finanziert, wo es darum geht, die Immobilien der meistbelasteten Regionen aufzukaufen. Regionalfonds, 100 Millionen Dividenden sind von der Fraport da hineingeflossen. Meine Damen und Herren, auch die Fraport hat immer wieder viel Geld investiert in den passiven Schallschutz, in Klimatechnik, in öffentliche Einrichtungen. Also, das Gesetz ist ein Teil dessen, was beim Lärmschutz bei der Fraport gemacht wird. Die Flottenerneuerung bei den Airlines, die Ausflottung neuer Flugzeuge. Frau Wissler, das hat alles Millionen gekostet. Die Landesregierung, Dieter Posch hat es einmal angefangen mit der Spreizung und der Einführung der Lärmentgelte. Alles das hat dazu geführt, dass man natürlich dem Rechnung trägt, dass es zwei Seiten einer Medaille waren, auf der einen Seite den Ausbau des Frankfurter Flughafens und auf der anderen Seite das Nachtflugverbot. Ich weiß nicht, warum man das immer wieder ignoriert und warum Sie das einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Es ist ein Gesamtpaket, und das führt zu einer richtigen Konsequenz. Da haben seit 2008 viele Verkehrsminister und viele die Verantwortung tragen in diesem Land dazu beigetragen, dass man am Ende die Belastungen der Menschen reduziert. Ich hätte mir manchmal in den Reden von Staatsminister Al-Wazir gewünscht, dass er auch einmal auf die Erfolge seiner Vorgänger, die man ja auch zusammen mit der CDU mal in Angriff genommen hat, auch einmal darauf hinweist. Da hätte Al-Wazir sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, aber das kann sein Staatssekretär ja jetzt nachholen. Da bin ich ja mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall den Änderungsanträgen und dem Gesetz zustimmen. Vielen Dank.
Für die Regierung spricht der Staatssekretär Samson. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt ja so ein paar Themen, da weiß man vorher, wie die Debatte läuft. Und offensichtlich haben wir wieder so einen. Aber wenn die Opposition jetzt miteinander diskutiert und streitet, finde ich das eigentlich eine ganz bequeme Situation. Lassen Sie mich in der gebotenen Kürze ein paar Punkte noch herausarbeiten, weil es später am Abend und dennoch ist es ein wichtiges Gesetz. In den nächsten 5 Jahren werden über 22,6 Millionen Euro bereitgestellt für die besonders betroffenen Kommunen. Das war versprochen, das ist umgesetzt und das ist gut so. Die Anhörung Anfang November im Ausschuss hat gezeigt, dass die meisten Kommunen da hoch zufrieden mit sind, weil sie wissen, da ist ein Verteilungsschlüssel erarbeitet worden, der nicht irgendwo in Beamtenstuben erarbeitet wurde, sondern mit den Betroffenen. Wir setzen einen Vorschlag des Forums Flughafen und Region um. Und das ist ein besonderer Wert, dass wir das im Konsens mit den Betroffenen gemacht haben. Und ich glaube, deswegen ist die Anhörung auch so gut gelaufen. Das ist kein Futter für die Opposition, das verstehe ich. Deswegen diskutieren Sie hier Punkte, die richtig ärgerlich sind. Aber auch in der Anhörung wurde klar, im FFR wurden bei der Verteilung der Mittel Fehler gemacht und an uns übermittelt. Die Landesregierung hat noch einmal Geld obendrauf gelegt, damit keiner schlechter gestellt wird als im ersten Vorschlag. Auch das ist, glaube ich, ein extra guter Punkt. An der Stelle hat sich ein Rechenfehler auch für einige Kommunen sogar gelohnt. Manchmal ist es auch gut so. Ja, und es gab Kommunen, die haben gesagt, es ist noch nicht genug. Da kann man natürlich zu kommen. Und Frau Wissler, wenn Sie sagen, Offenbach 120 Millionen, ich glaube, das glauben Sie nicht wirklich ernsthaft, dass das ein vernünftiger Debattenbeitrag ist, an der Stelle zu sagen. Ja, das ist richtig, aber bei aller Liebe für Offenbach, insbesondere meines Ministers, irgendwo ist Schluss. Und auch bei 120, das ist jenseits von Gut und Böse. Die Stadt Offenbach. Ja, das können Sie ihm sagen. Die Stadt Offenbach bekommt 400.000 €. Das ist eine Menge Geld. Und die wird das sicherlich sehr gewissenhaft und gut einsetzen. Zu den Änderungsanträgen in aller Kürze. Die Befristung, ich glaube, wir haben ein fraktionsübergreifendes Verständnis, dass die Befristung nicht gemacht wurde, um das irgendwann auslaufen zu lassen, sondern dass eine Befristung notwendig ist, um basierend auf einer vernünftigen Evaluierung zu schauen, ob nachjustiert werden muss, wenn sich die lärmbelastenden Zonen und Städte und Gemeinden ändern. Das ist gut so, das ist richtig so. Wir haben mehrfach betont, dass niemand ernsthaft daran denkt, das auslaufen zu lassen, sondern dass sich das angepasst werden muss an sich ändernde Verhältnisse. Und deswegen ist die Befristung da, und deswegen macht der Änderungsantrag an der Stelle auch keinen Sinn. Und auch der andere Änderungsantrag, da haben wir in der Anhörung allen Kommunen auch mehrfach gesagt, dass die Durchleitung an Dritte für sogenannte kommunal ersetzende Maßnahmen richtig notwendig und auch gemacht wird, wie in der Vergangenheit. Und auch der Antrag ist an der Stelle nach meiner Auffassung und der Auffassung der Landesregierung überflüssig. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam den breiten Konsens, der in den Kommunen da ist und der nach meiner Wahrnehmung auch in den Fraktionen da ist, hier festhalten und am Ende festhalten, das ist ein guter Tag für die Kommunen. Es wird Geld, was zugesagt ist, jetzt ausgeschüttet, und es wird sinnvoll eingesetzt für den passiven Lärmschutz. Das ist insofern auch ein guter Tag für die vom Lärm besonders betroffenen Kommunen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. Wir stimmen erst über die Anträge ab. Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 19/5724. Wer stimmt zu? SPD, FDP und LINKE. Wer ist dagegen? Die Koalitionsfraktionen. Damit ist er mit Mehrheit abgelehnt. Änderungsantrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 19/5761. Wer stimmt zu? Alle. Gegenprobe, Stimme, Enthaltung, einstimmige Einnahme. Ja, manchmal bekommt man nichts mit.
Meine Damen und Herren, wir kommen zur Gesetzesabstimmung. Wer dem Gesetz in dieser jetzt geänderten Form zustimmen möchte, dann bitte ich das Handzeichen. Das ist SPD, FDP, Grüne, FDP, CDU. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Bei Enthaltung von SPD und LINKEN ist das Gesetz somit mehrheitlich beschlossen und wird zum Gesetz erhoben.